Heute war es so, dass wir sicher kein gutes Spiel abgeliefert haben. Und von daher passt das eigentlich auch nicht in die Reihe der letzten Heimspiele, die wir nicht gewonnen haben. Zuletzt war es so, dass wir teilweise doch die bessere Mannschaft waren, dann aber die Chancen nicht genutzt haben. Teilweise war es auch unglücklich, aber heute waren wir nicht gut. Und dann wäre das höchste der Gefühle wären unentschieden gewesen, wenn wir das heute erreicht hätten. Boah, ich denke schon, dass wir versucht haben, das Tempo hochzuhalten. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir extrem viel Druck gemacht. Wolfsburg hat dann das Tor gemacht zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wo wir, denke ich, am Drücker waren. Aber uns ist es auch nicht gelungen, da richtig durchschlagskräftig zu sein. Wir haben uns nicht so gut in die freien Räume bewegt, haben uns auch nicht die zahlreichen Möglichkeiten erspielt wie in den letzten Wochen. Uns ist es einfach nicht gelungen, durch dieses Bollwerk, Wolfsburg hat ja wirklich extrem tief gestanden, da durchzustoßen. Wir haben uns heute wirklich 90 Minuten bemüht, diesen positiven Trend aus den letzten Wochen auch mitzunehmen. Es ist uns nicht hundertprozentig gelungen, aber wir wissen, dass wir eine gewisse eigene Stärke haben, müssen nur noch ein bisschen mehr Zucht zum Tor entwickeln. Klar, Trainer hat morgen Geburtstag, wir hätten ihm gerne einen Sieg geschenkt, das ist uns nicht gelungen und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Noch zwei schwierige Spiele. Es war ein gutes Spiel, ein hartes Spiel für uns. Es ist nicht einfach, hier gegen Werder zu gewinnen. Sie spielen sehr gut. Aber ich denke, wir haben gut als Team fungiert und zum richtigen Zeitpunkt das Tor erzielt. Jetzt bin ich sehr glücklich über die drei Punkte. Wolfsburg stand defensiv sehr massiert und wir haben eben einen Fehler gemacht, eben ein Tor zugelassen. Dadurch mussten sie zu keiner Sekunde das Spiel doch aufmachen. Und wir haben irgendwie im Mittelfeld ab und zu ganz ansehnlich gespielt, nur eben teilweise den Abschluss verpasst oder der letzte Pass ist nicht angekommen. Insgesamt muss ich aber sagen, dass wir trotzdem defensiv auch wenig zugelassen haben und darauf bauen wir jetzt einfach auf. Wir lassen uns jetzt nicht runterreißen, wissen, dass wir im Abstiegskampf noch dabei sind, haben aber eine gute Ausgangsposition, trotzdem noch. Für mich ist die Punktzahl noch nicht ausreichend. Das sehen wir, also es ist rechnerisch noch nicht so, dass wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und das habe ich eigentlich auch vorher schon gesagt gehabt, dass es vielleicht eine Situation ist, die bis zum letzten Spieltag gehen kann. Und ich eigentlich Spiel für Spiel denke und versuche, dort die Dinge zu erledigen. Heute zu rechnen hilft uns wenig, weil wir uns auf die Spiele konzentrieren müssen. Und heute haben wir das eben nicht so geschafft, dass wir erfolgreich waren. Ja, ich bin froh, dass ich reingekommen bin, aber wäre natürlich schöner, wenn es ein Sieg geworden wäre, aber kann man nichts machen und ist halt trotzdem okay. Der Wille war, glaube ich, vorhanden, aber man war nicht bereit, eben an die Grenzen zu gehen heute und alles einzusetzen. Und darum wird es gehen, jetzt auch in der nächsten Woche das wieder hinzubekommen. Weil jetzt hat man, ich glaube, heute waren wir noch in einer angenehmen Situation. Drei Spiele noch, zwei Heimspiele vor der Brust. Da sagt man, ja, wenn man noch einen Punkt braucht, dann geht das. So, jetzt sind es nur noch zwei. Jetzt kommt noch eine erhöhte Drucksituation dazu. Und ich denke immer, dass wir dann unter Druck meistens sowieso besser spielen. Aber ich hätte es trotzdem lieber heute gelöst. Dortmund will Meister werden. Wir wollen natürlich den Klassenerhalt sichern. Ich denke, da treffen zwei gute Mannschaften aufeinander. Angst müssen wir nicht haben. Wir haben Respekt vor Dortmund. Aber wir müssen unsere Leistung abrufen und dann werden wir auch die nötigen Punkte holen. Wir müssen so spielen, wie wir das in der zweiten Halbzeit in St. Pauli gemacht haben. Wir müssen so spielen, wie wir das auch in den letzten Heimspielen getan haben, eben mit einer anderen Begeisterung, mit einer größeren Bereitschaft, einfach als Mannschaft kompakt aufzutreten. Das wird der Schlüssel sein, um Dortmund zu gefährden. Wenn wir das so spielen, wie wir es heute gemacht haben, haben wir keine Chance. Aber wenn wir es so machen wie zuletzt auch in den Auswärtsspielen, dann ist da was möglich. Will you stay here until tomorrow for the birthday of Thomas Schaaf? No, I have to drive back. Nein, ich werde heute mit dem Team zurückreisen. Vielleicht müssen wir morgen früh ja wieder trainieren. Ich wünsche Thomas von hier alles Gute. Happy birthday and alles gut. Warst du sonderlich nervös vor deinem ersten Einsatz in der Bundesligamannschaft? Ja, schon ein bisschen. Ich denke, das ist jeder Spieler bei seinem ersten Einsatz. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Es ging natürlich, war okay. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute zum Einsatz gekommen bin. Vor dem Spiel habe ich mir gesagt, es ist egal, wie die Werder-Fans reagieren. Werder wird doch immer in meinem Herzen bleiben.
Es war einfach eine fantastische Zeit hier. Die Fans haben dann entschieden, mir ein Geschenk zu machen, denn das, was sie getan haben, meinen Namen zu rufen, das ist ein Geschenk für mich. Es ist sehr schön zu erfahren, dass sie das Gleiche für mich fühlen, dass auch sie diese wunderbaren gemeinsamen Momente nicht vergessen haben. Das macht mich wirklich sehr glücklich.